Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zum Tourismusmagazin Deutschland Lokal. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und wir starten gleich mit den Kollegen vom Sachsenfernsehen und werfen mit Ihnen einen Blick ins beschauliche Bad Schandau nach Sachsen. Seit 2024 ist der Kurort nun auch staatlich anerkanntes Kneippheilbad. Diese Bezeichnung ist etwas ganz Besonderes. Thomas Kunak, der Bürgermeister von Bad Schandau, erzählt stolz, was die Stadt auszeichnet. Bad Schandau, malerisch gelegen an der Elbe mitten im Nationalpark Sächsische Schweiz. Ein Touristenmagnet. Menschen kommen hierher zum Wandern, zum Klettern oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Seit über 100 Jahren ist Bad Schandau auch Kurort, der älteste in der Region. Zwei Reha-Kliniken, die Toskana-Therme und der ortsansässige Kneippverein bieten Erholungssuchenden ein breit gefächertes Angebot. Seit Anfang dieses Jahres darf sich die Stadt nun offiziell staatlich anerkanntes Kneippheilbad nennen. Ein wichtiges Upgrade zu den bisherigen Titeln, freut sich der Bürgermeister. Bad Schandau hat ja schon eine lange Tradition, Kurort, Kneippkurort, schon den Titel zu tragen. Und uns war es natürlich auch wichtig, das weiterzuführen. Und was da schon die letzten Jahre geschaffen wurde, darauf einfach nochmal aufzubauen. Aber natürlich auch sich schon so auszurichten, was die Zukunft vielleicht auch erwartet, beziehungsweise uns alle erwartet. Und da haben wir mit dem Titel werden wir den Schwerpunkt therapeutische Bewegungstherapie setzen. Bewegung, Ernährung, Wasser, Balance und Pflanzen, das sind die fünf Säulen nach Sebastian Kneipp, einem katholischen Priester und Naturheilkundler, dessen ganzheitliches Gesundheitskonzept noch heute nach 150 Jahren breite Anwendung findet. Seit vielen Jahren auch in Bad Schandau. Wir haben Kneipp-Wanderungen, kleine und große. Wir haben Tautreden, wir haben Yoga und Wandern. Alle unsere Bewegungsangebote passen in die Bewegungstherapie hinein. Aber auch Lebensordnung, Kräuterwanderungen, essbare Kräuterpflanzen sind ein Tagesprogramm, was wir anbieten, wo die Gäste fortwährend mit den Therapien in Verbindung gebracht werden und ihre Kenntnisse mitnehmen können. Der neue Titel Kneippheilbad sei etwas ganz Besonderes, so Franziska Brech vom Kultur- und Tourismusministerium. Es ist tatsächlich so, dass Bad Schandau das erste Kneippheilbad im Freistaat Sachsen ist. Dieses Prädikat haben wir zum allerersten Mal verliehen. Und es bedeutet, dass hier besondere Anstrengungen unternommen worden sind, den Erholungsort auch im gesundheitswirtschaftlichen Sinn attraktiv zu gestalten und das ganze Umfeld des Ortes attraktiv zu gestalten. Kneippheilbad, ein Titel, der mit großer Verantwortung verbunden ist, weist auch die Chefin der Kur- und Tourismus GmbH. Da gibt es einiges zu tun. Jetzt beginnt die Arbeit richtig, genau. Jetzt müssen die Ansprüche, die mit diesem Titel verbunden sind, erfüllt werden. Da hängen viele infrastrukturelle Veränderungen dran, aber natürlich auch die weichen Faktoren, dass Programme und Angebote auf Gesundheitsurlauber abgestimmt werden, dass die ab sofort eigentlich ein erweitertes Angebot vorfinden. Große Pläne hat die Stadt etwa mit dem ehemaligen Gymnasium. Hier soll ein modernes Kneippzentrum entstehen. Also dort in dem Kneippzentrum soll man zum einen natürlich das auch erstmal sich einlesen, was Kneipp generell bedeutet. Aber dort soll man eben auch die Möglichkeit haben, Therapien dementsprechend auch abzuwickeln mit Therapeuten. Und natürlich soll es nicht bloß der Gast, sondern eben auch der Bürger hier in der Region wahrnehmen können. Und eigentlich soll es auch dem Gast eher unterschwellig interessant oder sehen, dahin zu kommen, um zu erleben, seinen Körper kennenzulernen, um das dann mit nach Hause zu nehmen. Aber wichtiger Punkt ist natürlich für alle Bürgerinnen und Bürger, das Gleiche auch mit anzubieten. In 3 bis 4 Jahren soll aus dem ehemaligen Gymnasium ein Schmuckstück geworden sein und das frisch gebackene Kneippheilbad im Elbsandsteingebirge für die Touristen noch attraktiver machen. Und mit den Kollegen von Salve TV wird's nun musikalisch. Wir sind in Weimar in Thüringen und hören mal in die Eröffnung des Schallkulturfestivals am 19.01. rein. Rebecca Backen macht Musik. Es ist eine Mischung aus skandinavischem Pop, Jazz, R&B, Rock und Funk. Und die sehr gut gefüllte Weimarhalle und das Publikum feierten sehr ausgelassen. Thank you.
haben uns ja bei Schallkultur 2024 jetzt auch vorgenommen, einige Konzerte schon quasi jetzt so im Winter zu machen. Es geht gleich heute Abend los mit Rebecca Backen hier in der Weimar Halle. Und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Es war nicht ganz selbstverständlich, die Witterungsbedingungen der letzten Tage. Aber alles gut, die Musiker sind da, sind gut drauf. Es wird ein super Konzert. Sie war letztes Jahr ja schon solo da im Erbenhof im Mai. Und es war ein fantastisches Konzert, auch für sie. Und sie war ganz beseelt und hat uns dann gefragt, ob wir nicht mal ihre neue CD auch vorstellen könnten, wollten. Na, dann natürlich mit ihrer Band. Überrascht sein, wie intensiv die Musik sein kann und auch wie schön. Und wir hoffen, dass sich der Funke halt auch gleich aufs Publikum überspringt, wie das eigentlich bei unseren Veranstalten immer der Fall ist. Die Musiker fühlen sich wohl und ich habe immer so den Eindruck, das überträgt sich total aufs Publikum. Es gibt keine Berührungsängste. Das Publikum ist ganz dicht dran. Dann im Februar gleich weiter an einem neuen Spielort im DNT mit der Jona Jabuté und ihrer Band. Ist, afrikanische Weltmusik, ganz toll, dass das geklappt hat. Und am 4., das ist dann der 4. Februar, ist ein Sonntag, da wird Adele Neuhäuser zu Gast sein, ist vielleicht vielen unter der Bibi mehr bekannt vom Tatort Wien. Wenn man so sagen, die Schallkultur 24 hat sich jetzt auch schön entwickelt. Also wie gesagt, wir haben jetzt noch ein paar Bühnen dazugekommen. Es wird also dieses Jahr 5, vielleicht sogar 6 Spielorte geben. 15 Bands sind jetzt fest gebucht. Und was ich noch sagen kann, es wird auch noch die eine oder andere Überraschung geben. Also wachsam bleiben. Schön, wenn man mal einen Abend hat, wo man sozusagen die Seele ein bisschen gereinigt kriegt und ein schönes Erlebnis hat und sich mal drauf einlassen kann, wie schön es eigentlich sein kann. Im Tourismusmagazin Deutschland Lokal und den Kollegen vom Rhein-Main-TV geht's nun ins Bundesland Hessen. Im Opelzoo Kronberg in der Nähe von Frankfurt am Main leben rund 1600 Tiere aus über 200 Tierarten. Vor kurzem sind zwei neue, vom Aussterben bedrohte Froscharten hinzugekommen. Und die schauen wir uns gleich mal an. Man muss schon genau hinsehen, um die neuen Bewohner im Opelzoo in Kronberg zu entdecken. Denn die Frösche sind nicht sehr groß. Der goldene Blattsteiger ist mit 5 cm Körpergröße noch ganz gut zu erkennen. Der El Oro-Blattsteiger ist dagegen deutlich kleiner und besser getarnt. Im neu gestalteten Terrarium leben nun insgesamt 16 der Amphibien, die auch Pfeilgiftfrösche heißen. Der Name Pfeilgiftfrosch kommt einfach daher, dass die Frösche giftig sind. Und die Ureinwohner Südamerikas haben das Gift genutzt, um ihre Pfeile einzureiben und damit auf die Jagd zu gehen. Der goldene Blattsteiger wird schrecklicher Pfeilgiftfrosch genannt. Denn er gilt als giftigste Froschart der Welt. In menschlicher Obhut aber ist er ungefährlich, da er sein Gift verliert.
Sie ernähren sich von kleinen Ameisen zum Beispiel, kleinen Milben, und über diese Nahrung nehmen sie eben diese Giftstoffe auf. Also selbst herstellen können sie das Gift nicht. Die Pfeilgiftfrösche stammen ursprünglich aus den Regenwäldern Südamerikas, leben also in warmen und feuchten Bedingungen. Durch die Abholzung des Regenwalds aber sind die Tierarten bedroht. Wir machen hier viel Aufklärungsarbeit, dass man eben auf die Problematik auch aufmerksam macht. Eben nicht nur, oh spannend, der giftigste Frosch, sondern Achtung, der stirbt uns aus, wenn wir nichts machen, und dass wir eben auch züchten mit den Tieren. Da die Baumsteiger in freier Wildbahn meist in Baumkronen leben, müssen sie sich anders fortpflanzen als ihre am Boden lebenden Artgenossen. Das ist ganz spannend, die legen ihre Eier nicht direkt ins Wasser, sondern eben auf Blätter, ja, den Laich. Und die männlichen Tiere tragen dann die geschlüpften Larven in ein Gewässer, wo die sich dann entwickeln zu den fertigen Fröschen. Insgesamt gibt es rund 170 verschiedene Pfeilgiftfroscharten. Die Tiere werden bis zu 8 Jahre alt. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind gleich zurück mit weiteren Beiträgen bei Deutschland Lokal. Bleiben Sie dran. Therme heißt Wärme. Genießen Sie den kompletten Winter Heilwasser, Wärme, Licht und Klang in der Toskana-Therme Bad Sulza. Bei uns bleiben alle Temperaturen stabil. Wir bleiben heiß. Liebe. Viele sagen, nur mit der richtigen Portion Liebe wird alles ganz genau so, wie es sein soll. Entdecke gemeinsam mit uns die schönsten Hotspots Altenburgs und begib dich mit deinem Herzensmenschen auf eine wundervolle Kurzreise. Lasst für einen Moment den Alltag hinter euch, genießt unsere Idylle und findet die besten Spezialitäten und das feinste Essen aus Altenburg. Und genau das machen wir in Altenburg seit vielen Jahren. Für dich, für euch, für den richtigen Moment, um abzuschalten und zu entspannen. Zwischen den abenteuerlichen Felsen der sächsischen Schweiz und der malerischen Elbe liegt genau in der Mitte die Toskana-Therme Bad Schandau. Hier vergessen Sie beim Baden die Zeit und finden Ihre Mitte. Toskana-Therme Bad Schandau.
Liebe Zuschauer, schön, dass Sie dran geblieben sind. Herzlich willkommen zurück bei Deutschland lokal. Und mit den Kollegen vom MV1 geht's nun nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Rostock. Dort finden wir im Schifffahrtsmuseum eine Sonderausstellung, die den Titel Wrack trägt. Und genauso wie die Ausstellung heißt, so ist auch der spannende Inhalt. Es geht um die vergessenen Überreste auf dem Meeresboden. Fotos, Forschungen, 3D-Modelle und selbstverständlich interessante Funde können bestaunt werden. Gestrandet, versunken und wieder aufgetaucht. Im Rostocker Schifffahrtsmuseum gibt es aktuell eine spannende Sonderausstellung zum Thema Wracks zu entdecken. Von Fotografien, Tauchausrüstungen bis hin zu 3D-Modellen ist für jeden etwas dabei. Die Ausstellung besteht eigentlich aus zwei Teilen. Zum einen haben wir eine Fotoausstellung über Schiffswracks in aller Welt, also das, was so an die Küsten gespült wurde, von Manfred Erich, einem verstorbenen Fotografen, aber seine Bilder sind also wirklich einzigartig. Und dann wollen wir natürlich auch zeigen, was ist in der Ostsee eigentlich los. Neben den faszinierenden Schwarz-Weiß-Fotografien werden den Besuchern spannende Einblicke in die aktuellen Wrackerkundungen in der Ostsee geboten. Auf dem Grund des heimischen Meeres sind laut Fachleuten 15.000 bis 16.000 Wracks zu finden oder wieder zu entdecken. Das Schifffahrtsmuseum holte sich dafür die Gesellschaft für Schiffsarchäologie e.V. ins Boot. Die Mitglieder dieses Vereins erforschen versunkene Schiffe vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Dabei werden auch Scans gemacht und mit 3D-Technologien Modelle erstellt. Diese zeigen bei der Ausstellung ein genaues, wenn auch verkleinertes Abbild der Überreste. Es werden aber nicht nur Abbilder von Wracks gemacht, manchmal werden sogar Teile geborgen. Ja, zum einen erforscht man alles, was möglich ist. Und natürlich gibt es dann Schiffswracks, die besonders interessant und wertvoll sind. Und da versucht man auch Teile zu bergen. Denn wir wissen also von den wirklich uralten Schiffen kaum, wie die wirklich mal gebaut worden sind. Also die Frage, also welche Techniken sind angewandt. Und das kann man anhand von solchen Schiffswrackfunden doch nachvollziehen, weil man dann im Detail vor Augen hat, wie funktionierte das Ganze. Originale einzelne Funde aus den Wracks der Ostsee gibt es ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern half dem Museum dabei, die Exponate ausstellen zu können. Die geheimnisvolle Geschichte der Wracks geht weit zurück. Das älteste stammt, glaube ich, aus dem 17. Jahrhundert. Also da sind schon ein paar Dinge, die man sich anschaut. Es werden aber immer wieder neue Wracks gefunden, weil die Bodenverhältnisse ändern sich auch dadurch, dass die Ostsee ja nicht stillsteht. Ne? Also Wellengang und ähnliches. Und dadurch können auch Schiffswracks freigelegt worden, die wir noch nicht kannten. Die Ausstellung bietet aber nicht nur einen Blick in die Vergangenheit. Als besonderes Highlight können die Besucher mit Hilfe einer VR-Brille in eins der Wracks eintauchen und es aus nächster Nähe betrachten. Dieses Erlebnis der Visualisierung wurde gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung, IGD, entwickelt. Außerdem werden Bilder gezeigt, wie die Forscher unter Wasser arbeiten und die Geheimnisse der hölzernen, eisernen oder stählernen Überreste an die Wasseroberfläche tragen. Die Ausstellung kann noch bis zum 29. September auf dem Traditionsschiff im Igerpark besucht werden. Ja, liebe Zuschauer, mit den Kollegen vom MDF1 geht's nun nach Sachsen-Anhalt und zwar ins Magdeburger Puppentheater. Eine der wenigen Spielstätten, die in kommunaler Trägerschaft die Wende überlebten. Das Theater besitzt unter anderem auch eine einzigartige Puppensammlung, deren Exponate teils über 100 Jahre alt sind. Und wir schauen in die aktuelle Ausstellung mal rein. Was ist mein Auftrag? Die Geschichten von Michael Ende gehören zu den gern genutzten Vorlagen für Theateraufführungen und Verfilmungen. Stecken sie doch voller Fantasie und auch voller fantastischer Wesen. Wer kennt die nicht? Den Glücksdrachen Fuchur oder Atreyu aus der unendlichen Geschichte. Hier in der letzten Inszenierung des Weihnachtsmärchens 2023 des Puppentheaters Magdeburg. Anlass für Miriam Locker vom Team der Villa P, einmal die Puppenwelten des Michael Ende in einer Ausstellung zu präsentieren. Schließlich hatte Ende zu seinen Lebzeiten auch selbst immer eine Beziehung zu dieser Kunstform. Schien sie ihm doch geeignet, seine niedergeschriebenen Ideen zu materialisieren.
So baute er selbst einige Marionetten, die er an Freunde verschenkte. Man kann Fotos davon gleich im Flur vor den Ausstellungsräumen sehen. Aber dann interessieren dann doch eher die ausgestellten Puppen. Sie stammen aus den unterschiedlichsten Aufführungen verschiedener Theater. Die Geschichte, mit der Ende einst seinen Durchbruch feierte, war Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Natürlich kennen alle die Inszenierung der Augsburger Puppenkiste, aber 2015 nahm sich das Magdeburger Puppentheater der Geschichte an und so kann man die Puppen aus dieser Inszenierung ganz aus der Nähe bewundern. Einschließlich des schrulligen Monarchs Alfons, der ein Nickerchen machte und von mir geweckt wurde. Ja, leg dich wieder hin, König Alfons, oder mach dein Morgengeschäft. Der Schwerpunkt dieser Ausstellung liegt aber eindeutig auf den Ausstattungen zur unendlichen Geschichte. So gibt es zahlreiche Glücksdrachen zu sehen, aus einer Inszenierung des Stadttheaters Schwerin, so groß, dass ein Schauspieler darauf sitzen konnte, oder der Fuchur aus der 2022er Inszenierung des Puppentheaters Zwickau, den Janni Jonge gestaltete. Nicht in dieser Ausstellung geschafft hat es der Fuchur aus der Magdeburger Inszenierung im Jahr 2023. Er musste ja noch arbeiten, wie diese Ausstellung gestaltet wurde. Dafür bekommen die Besucher einen Einblick in den Schaffensprozess der Gestaltung der Puppen zu dieser Inszenierung. Denn Merles Maller stellt ihr Skizzenbuch mit den Entwürfen für den Puppenbau zur Verfügung, in dem man blättern kann. Auch die Puppengestalter und Spieler des Puppentheaters aus Halle geben Einblicke in ihre Inszenierung zu Momo. Neben einem sehr detaillierten Protokoll zum Ablauf eines solchen Schaffensprozesses, von den ersten Gesprächen bis zur Generalprobe und Premiere, findet man auch Requisiten, Puppenskizzen, ein Bühnenbild und auch Videos aus der Probentätigkeit. Übrigens, die Hallenser geben am Wochenende ein Gastspiel in Magdeburg, vielleicht gibt es ja noch Restkarten. Und wer das Traumfresserchen in Aktion sehen will, auch nach einer Geschichte von Michael Ende, es steht ab Februar wieder auf dem Spielplan. Ob dann die hier ausgestellte Puppe für die Aufführungen so lange die Ausstellung verlassen muss, ist nicht gewiss. Denn von Spiegeln und Schildkröten, so der Titel der Ausstellung, über die hier die ganze Zeit berichtet wurde, ist noch bis zum 17. April zu sehen. Unser Tourismusmagazin Deutschland Lokal führt uns nun mit den Kollegen von Altenburg TV nach Thüringen. Und wir schauen mal, ob Sie es wissen, denn ich wusste es nicht. Wissen Sie, wem eigentlich die Türmelstraße gewidmet ist? Nein? Dann jetzt ganz genau aufpassen, denn er war ein berühmter Mann, der jetzt sogar 200. Todestag hat und der ordentlich mit vielen Aktivitäten gefeiert wird. Vermutlich kennen ihn die Altenburger nur durch die Türmelstraße und etwas älteren Bewohnern der Stadt dürfte das Türmelschlösschen am Beginn der Straße bekannt sein. Doch dass hinter beidem der Staatsmann Hans Wilhelm von Türmel steht, wissen wohl die wenigsten. Als Vorgänger Bernhard August von Lindenaus war Türmel für das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg Diplomat, Minister, Landvermesser und Förderer von Sozialem und vielleicht auch der erste Klimaaktivist. Auf einer Pressekonferenz auf der Burg Posterstein startete der Landkreis ins Tümmeljahr. Immerhin jährt sich der Todestag des Staatsmannes zum 200. Mal. Und dies wird mit einer Reihe von Veranstaltungen gedacht. Ab sofort ist auf Burg Posterstein eine Ausstellung zu faszinierenden Baumdenkmalen zu sehen, denn auch dafür hat Tümmel gesorgt, als er verfügte, nach seinem Tod in einer alten Eiche in Nöbdenitz begraben zu werden. Bei der Pressekonferenz mit dabei Birgit Seiler von der Naturschutzbehörde des Landkreises. Doch was hat dies mit einem geschichtlichen Thema zu tun? Türmel lebt ja noch in einer Zeit, wo Menschen ihr Verhältnis zur Natur nur über den Nutzwert der Natur definiert haben. Ja, in der Zeit haben wir Menschen noch ziemlich bedenkenlos Wälder gefällt, weil wir davon ausgingen, dass natürliche Ressourcen schier unendlich waren. Und Türmel war ein Aufklärer in seiner Zeit. Und ich denke, ihm dämmerte es schon, dass das so nicht lange gut gehen wird. Und Türmel ist für mich hier in der Region ein Wegbereiter des modernen Naturschutzgedankens. Der, heute sagen wir, Natur hat einen Wert an sich. Natur ist, um ihre Selbstwillen zu schützen und eben nicht vordergründig nur
zu nutzen. Und deswegen war das für uns als Naturschutzbehörde oder ist eine schöne Möglichkeit, mal mit ganz anderen Akteuren wie der Burg Bosterstein, dem Ortsverschönerungsverein, unserer Denkmalbehörde in einem Projekt zusammenzuarbeiten. Natürlich ist unser konkreter Part, werden es Pflanzungen sein, werden Naturwanderungen sein. Aber wir erhoffen uns sehr, dass wir mal ganz andere Kreise erreichen als Naturschutzverbände, bereits Naturschutzinteressierte. Ich bin fest überzeugt, der Naturschutz kann langfristig nur erfolgreich werden, wenn er so selbstverständlich wird wie Fußballspielen. Tatsächlich sind Tümmels Spuren bis heute im Landkreis erlebbar. So geht der Altenburger Schlosspark als englischer Garten auf ihn zurück und soll mit seiner Sanierung im Zuge der Sanierung des Lindenau-Museums auch wieder dem historischen Ideal angepasst werden. Legendär die Karten, die auf Tümmels Landvermessung zurückgehen. Eine Wanderausstellung durch den Landkreis wird diese zeigen. Doch nicht nur die Karten Tümmels sind bis heute für die Region wichtig. Also es ist natürlich, wie Sie sagen, der Begriff Naturschutz selbst Umwelt war, glaube ich, Ende des 18., Beginn des 19. Jahrhunderts. Das gab es noch nicht mal in der deutschen Sprache, geschweige denn den Naturschutz oder Naturschutz, wie wir sie heute kennen. Aber Tümmel hat ja die erste Landvermessung des Altenburger Landes gemacht. Er hat Landschaftskarten im Grunde herstellen lassen auf höchstem Niveau. Wenn Sie so wollen, hat er einen ersten Landschaftsplan gemacht, weil er hat ja vor allen Dingen die naturräumlichen Gegebenheiten abgebildet in seinen Karten. Er hat auch ganz aktiv ja Landschaftsgestaltung betrieben mit dem Anlegen der Landschaftsgärten in Altenburg. Leider kann man heute nur noch den Schlossberg besichtigen, aber er hatte sehr große Landschaftsgärten angelegt. Und die waren anders wie die Barockgärten, das nicht im Vordergrund stand, möglichst eine Rarität aus dem asiatischen Raum, sondern er setzte hier den englischen Landschaftsgarten durch. Und der setzte, genau wie wir heute als Naturschutzbehörde, auf einheimische Gehölze, auf Vielfalt. 2024 ist das Tümmeljahr und man kann in die Geschichte des unbekannten Staatsmannes aus Altenburg eintauchen und viel über Liebe und Verantwortung zu seiner Heimat lernen. Ja, liebe Zuschauer, und der letzte Beitrag kommt von den Kollegen von Blue Vision Media und führt uns gemeinsam nach Berlin. Dort fand die Grüne Woche statt und wir hören mal rein, wieso das Fazit dazu ist. Ich ziehe mal ein kleines Fazit. Viele Schwierigkeiten im Umfeld der Grünen Woche waren ja festzustellen, mit denen sie zu kämpfen hatten. Also Bauern beispielsweise, große Probleme, große Sorgen, damit auch das Handwerk, also Bäcker, Fleischerhandwerk, alle haben große Sorgen. Aber wenn man die Leute sieht hier, die vergnügen sich, die haben einfach Spaß, die wollen Unterhaltung, die wollen was erleben. Oder das machen die einfach. Das ist gut so, weil sie haben die Schwierigkeiten im Umfeld angedeutet. Eine weitere kam hinzu mit dem Streik der GDL. Und wir sind nun mal hier in Berlin und der Berliner und die Berlinerinnen nutzen den ÖPNV, sehr oft auch die S-Bahn, die ja nicht fuhr. Und trotzdem sind wirklich sehr viele Besucher gekommen, die hier etwas erleben wollen, die sich informieren wollen, die einfach mal raus aus der digitalen Blase kommen wollen, um hier zu riechen, zu fühlen, zu schmecken. Und dafür steht die Grüne Woche. Seid ihr schon lange jetzt hier auf der Messe? Nee, er ist ja, ja seit 11 Uhr. Seit 11 Uhr ungefähr. Seit 11. Fast ja. Seit Öffnung. Und du stehst doch sonst, stehst du doch gar nicht so früh auf. Nee, ich musste um 8 heute raus. Ist ja eine Frechheit, oder? Ja, aber war okay. War okay, hat sich gelohnt bis jetzt? Ja, hat sich gelohnt. Und Vielfalt wird bei uns sehr, sehr groß geschrieben. Also hier findet man, also jeder kann seine Grüne Woche finden und jeder kann seine Vorlieben auf der Grünen Woche mitnehmen. Also ob man jetzt Nachhaltigkeit ein großer Verfechter oder Anhänger ist, ob man ein Foodie ist, ein Feinschmecker in dem Falle, ob man ein bisschen mehr über die Landwirtschaft kennenlernen möchte, ob man eventuell einen schönen Trip mit seiner Familie haben möchte, Städter oder Städterin, die kommen ja nicht so häufig nach Brandenburg und sehen da Tiere live. Und das ist der einfachste Weg hier in Berlin, aus Berliner Messegelände zu kommen. Und da hat man eine Vielfalt an Tieren, man hat eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen. Also die Grüne Woche macht einem sehr, sehr einfach. Das Einzugsgebiet für die Besucher ist aber größer als Brandenburg. Na sicher, die kommen aus allen Bundesländern hierher. Und alle Bundesländer, na fast alle Bundesländer, präsentieren sich hier auch. 12 von 16 Bundesländern präsentieren sich, genau. Marathon ist so eine Messe in jedem Fall. Ja, ist ein Marathon, aber macht extrem Spaß. Also
Wenn ich den Marathon laufen würde, glaube ich, wäre es deutlich anstrengender für mich. Hier sieht man ganz viel Spannendes, lernt ganz viel dazu, trifft tolle Menschen, also großartig. Wir haben Familien da, wir haben Freundegruppen da, wir haben Jung und Alter, egal wo man sich auf dem Messegelände bewegt. Die Grüne Woche steckt an und es ist ein schönes Gefühl. Alt haben wir schon ganz gut getroffen, die Messe über. Gestern auch dann jung in der 6.2 ist einiges aufgebaut, einiges vorbereitet. Das fand ich sehr, sehr interessant, wie man sich dort darstellt, wie man junge Menschen ins Berufsleben begleiten, hereinführen. Wie würden Sie es formulieren möchten? Also, Sie sprechen vom Young Generation Hub. Das genau, ist die neue Ausbildungshalle. Genau, das ist die neue Ausbildungshalle der Grünen Woche. Und wir greifen da einfach ein hochakutes und ein hochaktuelles Thema auf, nämlich Arbeitskräftemangel und aber auch handwerkliche Berufe. Und wir bringen das so ein bisschen zusammen, weil handwerkliche Berufe auch ein ganz besonderer Zauber innewohnt. Da wird es mal laut, da wird es mal ein bisschen schickiger oder mal ein bisschen staubiger und so. Aber es macht Spaß, es ist ein sehr, sehr ehrbarer Beruf. Und wir haben halt in der Halle verschiedene Stationen aufgebaut. Da kann man zum Beispiel eine Mauer mauern oder man kann sich über den Lebensmitteleinzelhandel informieren. Also man kann direkt sehen, was erwartet mich. Und man hat nicht nur einen Flyer. Und das ist eigentlich, das macht es sehr lebensnah und auch Spaß. Und darum geht es ja. Ja, man kann richtig mitmachen. Und das haben die angenommen. Also junge Leute sind hin, haben da nicht nur einen Nagel ins Brett gehauen, sondern haben sich alles erklären lassen, alles angefasst. Irgendwo mal eine Wärmepumpe, eine Erdwärmepumpe ist sogar ausgestellt. Und die haben regen Spaß da drin in der Halle. Das muss man sagen. Ja. Aktivität, die Laune macht wichtig. Aber das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ne? Über den Spaß an den Beruf kommen und im Grunde genommen nicht vom Blatt gucken, ah, wäre das was für mich. Und so kann man, hat man die Möglichkeit, ja, eine Vielzahl auf kleinem Raum, eine Vielzahl an Berufen durchzuprobieren und zu sagen, ja, lag mir ganz gut. Ja, dann trifft man auch einen richtigen König hier, King Richie den Ersten. Was machst du hier? Ja, ich bin eigentlich da, um mich hier zu bedanken bei all den Konsumentinnen und Konsumenten für jahreslanges, treues Verbrauchen und Wegschmeißen. Und dafür, dass die Recyclinghöfe prall gefüllt sind und meine Schatzkammern auch. Und hier kann man tatsächlich, wenn ihr wollt, live eure Elektrogeräte direkt recyceln mit meiner Recyclingmaschine. Also ich glaube, ich kenne keinen Sender, der nicht berichtet hat oder von dem ich nicht eine Sendeanfrage bei mir im Posteingang habe. Also das ist ja das Schöne, diese mediale Strahlkraft, die auch mit der Grünwoche einhergeht. Es ist meine Aufgabe, gerade die Stimme für den ländlichen Raum zu erheben, weil ich den Eindruck habe in der Diskussion, manche kennen das Leben vor Ort nicht. Gerade in den ländlichen Räumen wird sehr hart gearbeitet in der Landwirtschaft, aber auch in der Produktion für Lebensmittel. Die Leute pendeln in der Regel, um zur Arbeit zu kommen. Wir haben die Windparks vor der Nase, hohe Strompreise und trotzdem leben die Menschen gerne im ländlichen Raum. Aber wenn dann so Politik gemacht wird, wo der Eindruck entsteht, hier geht es über unsere Köpfe hinweg, dann führt es zu Frust und das ist nicht gut. Und da sehe ich meine Aufgabe, eben die Stimme zu erheben. Dieses Infotainment der Grünen Woche ist einzigartig und an dem wollen wir auch festhalten. Jo, wenn wir festhalten, schauen wir mal in die Zukunft. Es wird doch wieder eine geben. Ja, aber sicher. Wir werden in 2 Jahren 100 Jahre alt. Also das ist schon eine Traditionsveranstaltung. Aber es gehört eben viel Anstrengung dazu, diese Tradition jung zu halten, damit wir tatsächlich auch in der näheren Zukunft, in der weiteren Zukunft wieder hier sitzen, dann vielleicht auf einem anderen Balkon, um über die Grüne Woche zu sprechen. Ja, und das war's schon wieder mit unseren Beiträgen hier bei Deutschland Lokal. Und ich wünsche Ihnen eine wunderbare restliche Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.